Kuscheln mit meiner Mutter. Ja, hallo, ich grüße euch recht herzlich und wie versprochen. Machen wir heute, nein, wir haben es ja nicht wirklich versprochen. Doch, wir haben ja gesagt, in den letzten werden wir zeigen, wie man Pudding selber zu Hause herstellen kann, wenn man keinen Pudding zu Hause hat, diese fertigen. Genau, und deswegen sage ich euch jetzt erstmal die Zutaten. Ihr braucht 500 Milliliter Milch, 50 Gramm Speisestärke, 30 Gramm Kakao, das ist der bittere. Der dunkle, genau. Genau, der dunkle. Und dann braucht ihr noch 50 Gramm Zucker und dann gehen wir gleich zur Zubereitung über. So, jetzt müssen wir die trockenen Zutaten in ein, nehmt einfach den Kakao, die Kakaoschüssel und dann mischt diese trockenen Zutaten zusammen. Als nächstes müsst ihr von eurer kalten Milch ca. 100 Milliliter abnehmen und sie dann in die Schüssel hinzugeben und das dann gut verrühren. Die restliche Milch tut ihr jetzt in einen kleinen Topf und bringt sie zum Kochen. Sobald die Milch anfängt zu kochen, nehmt ihr sie kurz von der Herdplatte runter. Dann geben wir unser Puddinggemisch rein, verrühren das, tun es dann wieder auf den Herd drauf und dann verrühren wir das so lange, bis eine dicke Masse entsteht. Das sind jetzt unsere fertigen Schokoladenpudding. Die sind echt. Das ging auch ratzfatz. Ja, das ist 2 Minuten, würde ich sagen. Und das sieht echt richtig lecker aus. Und du probierst wieder. Genau, ich probiere. Ja, und während sie probiert, werden wir natürlich demnächst wieder ein Video hochladen. Welches, das wissen wir noch nicht. Und wie schmeckt's? Es schmeckt richtig, 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 richtig gut. Also, richtig schokoladig, würde ich sagen. Ja, richtig, ist richtig lecker. Natürlich, wenn der Salzgehalt zu wenig, wenn der Zuckergehalt zu wenig ist, der kann gerne noch mehr. Ein bisschen Zucker noch rein. Ja, aber also die Zuckermenge erhöhen kann er, wenn er möchte. Uns ist das reicht so. Reicht wirklich. Also noch mehr würde das alles. Für uns zu süß werden. Ja, genau. Wenn ihr nicht möchtet, dass sich darauf eine Haut bildet, dann könnt ihr auch eine Frischhaltefolie rüberlegen oder ihr rührt den Pudding so lange um, bis es dann richtig kalt geworden ist, dann bildet sich auch keine Haut, aber uns stört es eben nicht und von daher verabschieden wir uns jetzt auch. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und ihr könnt uns auch kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.